Auch dir einen guten Tag, lieber Fabian. Wir warten noch einen Moment, bis die Präsentation losgeht. Die anderen Teilnehmer sollten in den nächsten 2 bis 3 Minuten eintreffen. Ansonsten fangen wir natürlich auch gerne an. Nun gut, ihr Lieben, dann fangen wir schon an. Der Rest wird später nachjoinen. Ich wünsche euch erstmal allen einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich ebenfalls. Und jetzt ist es nicht mehr lange und dann haben wir es auch geschafft. Dann geht's ins Wochenende. Zunächst möchte ich euch natürlich aber einmal unsere Resorts vorstellen von der Original Group. Das sind einmal Temptation Resorts and Cruises und Desire Resorts and Cruises. Wie ihr sehen könnt, dreimal Temptation, dreimal Desire. Es ist das Temptation Cancun Resort, das ist das Mutterschiff, damit werden wir auch heute anfangen. Dann kommt das Temptation Miches und Grand Miches, das dieses Jahr neu eröffnet hat. Und dennoch als Abschluss das Desire Riviera Maya und das Desire Riviera Pearl Maya. Beide in der Riviera Maya in Mexiko anzutreffen. So, als erstes kommen wir zum Temptation Konzept. Temptation Konzept ist ein offenes Konzept ab 21 Jahren. Und um ein gewisses Beispiel zu geben, es ist an Open-Mind-Publikum gerichtet, wie der Robinson Club Chamuva zum Beispiel. Also und tagsüber ein auf Erwachsene ausgerichtetes Aktivitätenprogramm, ganz klar. Also was von sei selbst der DJ, sei selbst der Barkeeper, ne, über Sexstellungen-Contest haben wir eine große Auswahl an Möglichkeiten. Und sie müssen nicht immer erotisch sein. Natürlich ist bei Temptation die Idee dabei, diesen ganzen Aufenthalt in eine leicht erotische, leicht sexy Richtung zu lenken. Das wird man dann auch später nochmal bei unseren Themenabenden sehen. Habe ich euch heute auch ein paar Bilder nachher mitgebracht. Und ja, wie gesagt, jeden Tag ein anderes Themenabend. Und dieser wechselt zweimal im Jahr. Heißt also, selbst wenn man in diesem Jahr schon mal in Temptation oder Desire Resort war, lohnt es sich definitiv nochmal hinzugehen. Dann in der zweiten Jahreshälfte ändern sich, wie gesagt, alle Themenabende. Provokative Abendunterhaltung steht für unsere für unsere Themenabende mit Live-Musik fast immer vorhanden. Ne? Ansonsten haben wir Resident- und Headliner-DJs vor Ort, trendige Performances. Ne? Wir haben zum Beispiel auch das Ski, das ist unsere kleine Burlesque-Show, die ich euch später auch noch mal kurz erklären werde. Eisbrechern und viel mehr, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Allabendliche wechselnde Teepartys, wie gesagt. Rund um die Uhr à la carte Verpflegung und Gourmet-Restaurants und auch Showcooking haben wir vor Ort für euch und unsere Restaurants bieten auch eine Auswahl an veganen, glutenfreien und biologischen optionalen Zutaten. Dann kommen wir auch schon zu unserem Temptation Cancun Resort. Wie ihr sehen könnt, Tag und Nacht ist das ja doch sehr unterschiedlich. Das Temptation Cancun liegt direkt in der Hotelzone, keine 30 Minuten vom Flughafen Cancun entfernt. Hier haben wir einmal kurze Zusammenfassung. Insgesamt 430 Zimmer sind es und 109 Premium-Zimmer im Tower by Temptation. Das sind unsere Premium-Suiten, die dann auch kostenfreien Zugang oben zur VIP-Lounge haben. 63 Suiten im Lush und Busch Tower mit Ocean View, diese erhalten ebenfalls den Zutritt zu unseren VIP-Bereichen. 7 Restaurants haben wir verteilt über das Gelände und ein Café für Stop and Shop. Insgesamt 4 Bars und 2 Swimmer-Bars, eine davon in unserer Quiet Pool Area und der andere in unserer Sexy Pool Area. Die werdet ihr auch später nochmal sehen. 250 Quadratmeter Fitnesscenter sind vorhanden, modern ausgestattet. Es ist immer jemals mindestens einer von unseren Trainern da, der eben mit Rat und Tat zur Seite steht. Morgens von 8 bis 22 Uhr ist jemand da, der Ihnen gerne hilft. Sie können von 6 bis 0 Uhr allerdings auch den Fitnessraum alleine besuchen. Ausgewiesene oben ohne Bereiche haben wir vor Ort. Ne? Nicht nur in unserer Pool Area, sondern auch an unserem Strand bieten wir das an. Und allabendliche Motto-Partys, wie gesagt, wechseln zweimal im Jahr. Dann haben wir hier einmal unsere Zimmer. Das ist einmal eins der Zimmer im Lush und Busch Tower. So sehen die dann aus. Ne? King-Size-Bett, kleine Sitzecke-Möglichkeit nochmal für 2 Personen. Hinten auf der linken Seite seht ihr dann, hinten geht es dann zum Barbereich. Und oben rechts habe ich dann nochmal den Balkon hervorgeholt. Ne? Da sieht man ganz klar, ist auch ein Jacuzzi vorhanden. Nicht bei allen Zimmern, aber bei den Lush und Busch Tower-Zimmern immer vorhanden. Dann kommen wir auch schon einmal zu unserem kleinen Überblick. Rechts, was ihr sehen könnt, war von meinem Balkon aus der Blick runter auf den Pool. Deswegen auch ganz klar der Sexy Pool, wie man sehen kann. Erkennt man ja das Muster drinnen im Bad. Und da haben wir dann auch gleichzeitig unsere große Swim-Up-Bar. Insgesamt 40 Personen können im Wasser sitzen und 30 nochmal außerhalb des Wassers.
Also wirklich groß dauert es natürlich auch jeden Tag dann das Leben. Ab 14 Uhr ist jeden Tag und da wird für Unterhaltung gesorgt, gibt es dann auch Entertainer vor Ort. Und wie gesagt, ab 14 Uhr, man muss nur raus aus dem Fenster gucken und man sieht, wie da unten das Leben beginnt, wie die Party beginnt. Und das geht dann meistens bis 2 Uhr morgens. Oben links sehen wir den VIP-Bereich. Wie gesagt, Leute, die im Lash, im Bash Tower und in den 109 Premium-Zimmern wohnen, haben automatisch Zugang dazu. Wie ihr sehen könnt, haben wir dort oben einen großen Swimmingpool, dazu dann noch zwei Tanzstangen. Die sind nämlich für unsere Themenabende dort. Nämlich einmal die Woche wird oben auch in dem VIP-Bereich ein Themenabend stattfinden. Keine Sorge für die Gäste, jeder ist willkommen, jeder darf kommen, ob er nun VIP-Mitglied ist oder nicht, sondern einmal in der Woche, nämlich meistens sonntags, wird es möglich gemacht, dass alle Gäste diesen VIP-Bereich mit nutzen können. Und deswegen ist der überhaupt so groß. Links und rechts neben dem Pool haben wir nochmal große Sonnendecks für bis zu 40 Personen pro Seite. Ist also auch gerade, wenn ich selber mal es so sagen darf, eine wunderschöne Möglichkeit, einfach mal den ganzen Trubel unten zu entkommen. Man legt sich oben 2 Stunden hin in die pralle Sonne. Meistens ist dort gar keiner, weil alle unten am Pool sind oder ein paar hier vorne an der Bar. Und mein Geheimtipp ist noch, wenn ihr mal was Nettes essen wollt, was die anderen nicht so unbedingt kriegen, dann geht ihr hier oben in die VIP-Bar. Die haben dort nämlich auch ein wechselndes Menü jeden Tag. Unten links haben wir dann nochmal unsere Sportsbar, ne? Auch Möglichkeiten mit Billard, Airhockey haben wir auch vor Ort. Insgesamt 6 Fernseher haben wir dort verteilt. Ne? Kann natürlich alles gucken. Ne? Überall auf der Welt wird verfolgt und wird natürlich auch gerne eingeschaltet, wenn Sie einen Wunsch haben. Dann haben wir hier einmal unsere Zusammenfassungen. Ne? Hier sehen wir einmal ein paar Themenabende, ne? Von der Foam Party auf der linken Seite, über oben rechts die Neon Glow Party und unten rechts haben wir dann einfach nur eine Caribbean Night. Dann haben wir natürlich auch, wie ihr sehen könnt, ne, unseren 250 Quadratmeter großes Fitnessbereich, ne, haben wir hier nochmal hervorgeholt. Und oben links haben wir unsere Glam-Boutique. Wenn ihr nicht wisst oder auch sagt, 23 Kilo ist ja schon nicht viel. Und was soll ich denn noch alles mitnehmen für die Themenabende? Nehmt nur das Nötigste mit, ne, was vielleicht auch am teuersten ist. Alles andere wie Masken oder auch kleine Dessous oder sowas könnt ihr alles vor Ort im Glam-Store kaufen. Haben wir alles vor Ort, ne, auf unsere Themenabende zugeschnitten. Und wenn wir neue Themenabende kommen, wird natürlich auch der Glam-Store auch nochmal ein Update bekommen. Unten links haben wir noch mal eine kleine Möglichkeit, falls Sie doch mit Arbeitskollegen etc. anreisen sollen oder doch vor Ort ein Meeting haben mit anderen Kollegen, besteht hier die Möglichkeit, einfach noch mal einen Raum zu mieten. Ne? Das ist unten bei unserem kleinen Pier. Dort können wir dann bis zu 8 Personen in einem kleinen Raum alleine essen. Dann noch hier unser Spa-Bereich. Unten rechts der Therapiekreislauf im Inneren. Und links haben wir dann noch mal unser Pair-Treatment-Room hervorgeholt, damit man eben auch sieht, hier haben wir auch für Honeymooner oder halt auch für Mädelsabend natürlich noch die Möglichkeit, für 3, 4 Damen hier noch mal einen schönen Abend zu organisieren. Das war es dann schon. Und dann machen wir auch die Ringe rüber über den Teich und landen im Temptation Mieches. Eröffnet seit Januar 2023. Hat insgesamt 372 Suiten, alle gestaltet von dem Designer Karim Rashid. Der hat auch das erste Hotel, das Temptation Cancun, gestaltet, damals 2015. Und den hat man jetzt heute, wie hat man damals dann wieder in Auftrag gegeben. 6 Restaurants, 4 Bars hat er mitgestaltet, 2 Swim-Up-Bars, auch wieder auf Quiet Pool und auf Sexy Pool aufgeteilt, tägliche Swim-Abende. Und hier haben wir nochmal unsere Ganztagsveranstaltungen, die wir gerade hatten. Das war einmal Lucky Charms Day und einmal Hippity Hoppity Easter. Jetzt für den Sommer gibt es natürlich auch wieder welche. Wer gesehen hat in den Newslettern, die ich jetzt die Woche verschickt habe, waren auch gerade wieder ein paar neue Ganztagsveranstaltungen bei. Dann haben wir hier einmal unseren Trendy Tropical View Room. Oben links könnt ihr sehen, ne, wie gesagt, vom Designer Karim Rashid gestaltet. Ne, alle Zimmer sehr modern, alles sehr abstrakt gehalten. Und ja, wie man sehen kann, King Size Room. Man hat noch eine kleine Couch, die man auch ausklappen kann. Und für eine dritte Person ist möglich. Und hier haben wir einmal die Trendy Pool Vibe Room. Wie man sehen kann, links direkten Zugang dann zum Wasserbereich, zum Poolbereich. Ansonsten genau das gleiche Zimmer. Die Zimmer sind ungefähr 25 bis 30 Quadratmeter geschnitten. Dann haben wir hier links den Quiet Pool und rechts den Sexy Pool. Der Quiet Pool auch wieder etwas kleiner gefasst. Die Swim-Up-Bar hat Platz für bis zu 25 Personen. Und rechts natürlich der Sexy Pool, wie man sehen kann, eine ganz andere Größe. Dort haben wir wieder unsere Mega-Swim-Up-Bar für bis zu 50 Personen gleichzeitig zum Sitzen. Generell im Sexy Pool, egal in welcher Temptation-Anlage wir uns befinden, dort schlägt immer das Herz. Dort findet alle Veranstaltungen statt tagsüber. Themenabende sind oft nicht weit von dort weg. Und wenn wir natürlich eine Foam-Party haben, werden die oft hier im Sexy Pool ausgetragen.
Dann haben wir hier einmal noch unsere kleinen Zusammenfassungen. Oben links habe ich euch einfach mal eine Barmöglichkeit gegeben. Das ist eine der Bars, wo in der Nähe dann immer der Themenabend stattfindet. Da wird man sich also abends öfters aufhalten. Oben rechts haben wir einmal unseren Franzosen und unten links haben wir dann noch unsere Bar dazu. Unten rechts seht ihr dann einmal unseren Italiener. Dann noch eine Besonderheit, nämlich Ski. Ein Muss für jeden, der das Temptation besucht, wie ihr sehen könnt, rechts. Ne, links haben wir hier auch nochmal eine Möglichkeit gebeten, mit Arbeitskollegen oder mit Bekannten nochmal was essen zu gehen in einer kleinen, privateren Atmosphäre. Und ansonsten rechts für alle Leute, die nur zu zweit kommen. Es darf auch nur zu zweit kommen, denn man darf nicht alleine in die Show gehen, weil sie halt wirklich gerne besucht wird und alle möchten mehr als nur einmal hingehen. Und Chi bietet halt ein 8-Gänge- oder ein 7-Gänge-Menü mit 7 kleinen Burlesque-Shows dazu. Heißt also, der Dame und der Herr, die dann kommen, das Pärchen, zieht sich dann auch immer wieder um. Insgesamt 3 Kostümwechsel haben wir erlebt selber vor Ort. Und wie gesagt, es gibt immer eine kleine Speisung. Danach gibt es dann einen Tanz. Manchmal war das auch miteinander vermischt. Aber generell ist eigentlich immer gewesen, ein Tanz, ein Essen, ein Tanz, ein Essen. Genau, das Resort ist auch für LGBTQ-Publikum geeignet. Temptation natürlich, muss man dazu sagen, es richtet sich auch an Heteros. Ne? Also es werden größtenteils Heteros da sein. Es ist aber LGBTQ nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht. Wie gesagt, Temptation, jeder darf kommen. Es ist nicht wie im Robinson Club Jamuva, wo es nicht möglich ist, sondern bei uns ist wirklich jeder willkommen. Wir freuen uns auf jeden, der da ist. Und wir, wie gesagt, bei Temptation haben wir keine Einschränkungen. Man darf alleine anreisen, man darf als Single, man darf als Paar anreisen. Bei Desire Resort sieht es dann etwas anders aus. Werde ich aber auch später nochmal erwähnen. So, dann haben wir hier auch oben links noch einmal unsere Burlesque-Show, wie ihr sehen könnt. Ne? Unten rechts nochmal das Fitnesscenter. Und oben rechts auch noch hier unsere Glam-Boutique. Alles auf den neuesten Stand. Wie gesagt, 2023 erst fertig gewesen und die Show ist immer sehenswert. Wenn Sie also wirklich mal nur 2-3 Tage da sind, versuchen Sie möglichst am ersten Tag zu gehen, weil wir hatten auch das Pech, dass wir am ersten Abend nicht gehen konnten. Es war zu voll und wir wollten abends um 21 Uhr dann nicht mehr essen gehen. Unten rechts der Fitnessraum, wie ihr sehen könnt, auch nochmal eine ganze Ecke größer. Insgesamt 400 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung und die Glam-Boutique auch hier natürlich wieder immer upgedatet. Wenn wir ein paar neue Themenabende bekommen, werden auch hier wieder neue Sachen vorhanden sein. Entschuldigt mich. So. Entschuldigt, das war das Telefon. Dann kommen wir auch schon weiter zum Temptation Grand Miches. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier euch mal eine schöne Ortsansicht gegeben. Seht ihr das Miches rechts und das Grand Miches daneben. Das Temptation Miches Resort selber hat 372 Zimmer und 10 Suiten zur Verfügung. Und das Temptation Grand Miches ist wesentlich kleiner gestaltet, wesentlich luxuriöser. 114 exquisite Zimmer und Suiten stehen uns hier zur Verfügung. Auch hier wieder ein anregendes Unterhaltungsprogramm für Erwachsene, meistens ein bisschen kostspieliger und oft natürlich auch ein bisschen mehr. Spielzimmer sind vorhanden. Die Spielzimmer werde ich euch nachher nochmal beim Desire Resort zeigen. Da werdet ihr dann nämlich wissen, was ich damit meine. Also ist natürlich für Spielzimmer für Erwachsene gemeint und da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen, sondern die Bilder werden nachher mehr sagen als 1000 Worte. Jacuzzi und Poolbereiche mit Bekleidungswahl heißt hier in dem Fall nicht nur oben ohne, sondern auch komplett frei ist möglich. Bieten wir gerade jetzt an, gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt, wie es die Kunden aufnehmen, sonst werden wir das auch wieder zurück auf oben ohne beschränken. Momentan ist es, wie gesagt, komplett kleidungslos möglich. Internationale kulinarische Gourmet-Erlebnisse bieten wir auch hier an, natürlich etwas kleineren Bereiche, es sind ja auch nur 114 Zimmer, also man kalkuliert maximal mit 250 Menschen, Pax vor Ort. Zimmerservices inkludiert, 24 Stunden Getränkeservice vorhanden und ein Fitnessraum natürlich auch. Der große Vorteil natürlich im Grand Miches ist auch wieder Stay in One, Play in Two. Heißt also, alle, die im Grand Miches übernachten, dürfen automatisch rüber ins Miches gehen. Und alle, die im Temptation Miches wohnen, müssen einen kleinen Obolus zahlen von 50 bis 100 Dollar pro Tag. Und es kommt immer darauf an, was für Veranstaltungen sind, um den Zugang zum Grand Miches zu erhalten. Und dann haben wir hier einmal unser Zimmer, das Tropical View. Auch hier wieder mit Couch und Sitzecke und dazu einen King-Size-Bett. Diese Couch hier ist allerdings nicht ausziehbar. Hier ist wirklich nur für 2 Personen im Zimmer kalkuliert worden und ansonsten muss man selber Regelungen finden. Es ist halt nicht vorgesehen. Dann haben wir hier einmal Tropical View Cancun.
links dem Zimmer, im Zimmer den Jacuzzi, im Temptation Grand Niches befinden sich die Jacuzzis generell im Zimmer, in anderen Resorts von uns haben wir die natürlich auch außerhalb. Dann haben wir hier einmal unsere sechs exquisiten Restaurants von Fuki, unserem Asiaten, über Il Pias, unseren Franzosen, ne? Unser Franzosen und Italiener haben wir vor Ort. Die Essen sind wirklich wunderbar. Ne? Also ich empfehle auch immer jeden, geht zum Showcooking, ne? Guckt euch das Teppanyaki an. Ne? Das ist ja nicht nur ein gutes Essen, das man hat, sondern man hat auch eine Stunde Unterhaltung. Und die Menschen vor Ort, die sind alle so humorvoll. Also ich habe selten so viel gelacht bei dem Dinner. Dann haben wir hier auch unsere sechs atemberaubenden Bars. Oben links sehen wir einmal mal ein paar Cocktails, die kredenzt werden. Und unten rechts haben wir die Lobbybar. Und oben rechts und unten links seht ihr einmal unsere Temptation Mishes Grand Lounge, heißt sie. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir also auch eine kleine Burlesque-Show veranstalten, auch hier außerhalb unseres Gs, ne, weil das haben wir auch alle zwei Wochen mal, wird das denn hier vorgeführt. Ne? Dann haben wir hier den kleinen Parkett vor Ort. Ne? Man kann sich wunderbar drumherum sitzen und findet immer zwischen Abendbrot und Themenabend statt. Die Themenabende fangen in der Regel 21 Uhr, 21.30 Uhr an und gehen bis 2 Uhr morgens. Dann haben wir hier einmal auf der linken Seite unseren Quiet Pool und rechts dann den Sexy Pool. Wie man sehen kann, da haben wir dann, durften wir endlich mal ein paar Fotos in Action machen. Wie ihr sehen könnt, deswegen ist das auch nicht so gefüllt. Das sind nämlich alles zum Teil Schausteller, ne, die wir extra engagiert haben für dieses Fotoshooting. Es ist halt leider nicht möglich, in einem Resort, wo es oben ohne Bereiche gibt, Fotos zu machen, ne, um die Privatsphäre aller zu schätzen. Deswegen haben wir euch das mal hier so inszeniert, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht. Natürlich wäre der Pool wesentlich voller bei 114 Zimmern, aber hier kann man sich dann vorstellen, diese Plattformen, die sind dann da, da sind die Animateure, die dann Party machen. Ne. Hier werden dann auch sei selbst der DJ oder Sexstellungen-Contest, was wir alles da haben, ne, wird dann alles hier vor Ort vorgeführt. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch immer irgendwelche Schwimmmaterialien vor Ort, ne, dass man eben auch den Gästen auch da diesen kleinen Luxus gönnt. Dann kommen wir auch schon zu unserem Abschluss, zu unseren beiden Desire Resorts. Temptation war ja an Open-Minded-Publikum gerichtet, Desire ist aber noch eine Spur härter. Heißt also, Desire, hier lassen wir wirklich alle Höhen und alle Hemmschwellen fallen, denn wir richten uns nämlich an Swinger und an LGBTQ natürlich. Heißt also hier auch wieder, das ist konzipiert für Gäste ab 21 Jahren, hat einfach mit den Gesetzen vor Ort zu tun. Für uns wäre es natürlich auch ab 18 möglich. Aber wir möchten hier eine kleidungsfreie Atmosphäre schaffen, ne, die ein Gefühl der Freiheit und der unkonventionellen Umgebung vermittelt. Richtet sich auch wieder an mein Publikum, haben hier pikante Poolpartys, einzigartige Themenabende, naturbelassene Bereiche. Naturbelassen bezieht sich hier in dem Fall auf oben auf komplett freie Bereiche. Wir haben auch einen FKK-Strand vor Ort. Den haben wir extra so organisiert. Deswegen haben wir auf uns damals entschieden, die Desire Resorts in die Riviera Maya zu bauen. Denn sie liegen wirklich abseits des Schusses. Dort ist nichts in der Nähe. Wir haben da sehr unberührte, einsame Strände und können deswegen halt hier auch gefahrlos den Gästen einen FKK-Bereich anbieten, ohne größere Kosten zahlen zu müssen. Privatsphäre, diskreter und persönlicher Service sollte natürlich selbstverständlich sein, aber wir schreiben uns das ganz groß auf die Fahne und möchten, dass die Gäste hier einen wunderschönen Urlaub erleben und Spaß mit sich und den anderen haben und sich möglichst einmal eine Woche komplett von zu Hause verabschieden können. Rund um die Uhr à la carte Verpflegung im Gourmet-Restaurant bieten wir an, heißt also auch zwischen den Mahlzeiten haben wir hier eine Möglichkeit, immer was essen zu gehen. Denn wir wissen, wie es ist, wenn man mit dem Kopf woanders ist, dann vergisst man mal die Zeit, dann ist Raum und Zeit etwas nebensächlich und dann ist es doch gut zu wissen, dass man einfach, wenn man fertig ist mit seinem Spaß, auch mal was essen gehen kann, ohne sich dann an die Uhrzeit halten zu müssen. Spielzimmer im Innen- und Außenbereich werde ich euch gleich nochmal zeigen, bleibt gespannt. Und die Unterkünfte natürlich alle erotisch, kleiderfrei und nur für Paare zugängliche Atmosphäre sind wir treu geblieben. 30 Minuten vom Flughafen Punta Cana vom Flughafen Cancun entfernt. 105 und 114 Zimmer haben wir hier im Angebot. Die beiden Resorts, in Western Resorts, teilen sich also einen Strand, liegen aber insgesamt 5 Minuten mit Autofahrt auseinander. Persönlicher Check-in mit Glas zur Begrüßung gehört bei uns immer dazu, genauso der Kofferservice natürlich. Sie kommen einfach nur an, setzen sich kurz in die Lobby. Nach 5 Minuten und ihrem Säckchen können Sie auch schon ins Zimmer gehen. Das ist für Sie alles organisiert. Sie können sich gerne erstmal umschauen oder gehen gleich ins Zimmer und ziehen sich schon mal um für den Pool. Es ist alles für Sie dann schon bereitgestellt. Erlesene nationale und internationale Spirituosen an 4 Bars bieten wir insgesamt an. 24 Stunden Zimmerservice, wie gesagt, inkludiert. Und Jacuzzi-Lounge und Pool mit Jacuzzi, Fitness- und Cardio-Bereich ebenfalls vorhanden.
Dann haben wir hier einmal die Zimmer zusammengefasst. Unten links haben wir auch einmal wieder den Tropical View Room. Auch hier wieder mit King-Size-Bett und keiner ausklappbaren Couch, aber dafür großen Schminkspiegel vor Ort. Oben rechts habe ich euch mal einen Ocean View genommen mit Jacuzzi. Es ist ein etwas größeres, ist also auch etwas luxuriöser, etwas teurer. Und mit kleinen Automaten noch vorm Bett, also ideal, um dort auch einfach ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Gourmet-Restaurants haben wir natürlich auch. Und hier habe ich euch einmal unsere beiden Vorzeigerestaurants geholt, nämlich unser Ski. Hier, wie ihr sehen könnt, ne, unsere von der Dekoration über die Einrichtung selber. Ne, es ist alles sehr schick, alles sehr glitternd, alles sehr flitternd gestaltet. Ne. Es ist also unserem Motto treu geblieben. Ne. Wir versuchen, einen leicht erotischen Touch überall mit einzubringen, ne, damit man eben immer weiter auf dieser Welle fährt. Und ich denke, das haben wir hier im Desire Resorts auch sehr gut umgesetzt. Dann haben wir hier einmal unsere Themenabende, die gerade momentan in den Desire Resorts zuständig sind. Ne. Von White, Parrots, Flower Power, Angels and Devils, Sensual Neon Jungle und Latin Lovers habe ich jetzt zusammengefasst. Den Sonntag habe ich nicht mit reingenommen. Der Sonntag wird nämlich jede Woche getauscht. Damit man also auch für Gäste, die 2 Wochen oder 10 Tage da sind, eben auch die Möglichkeit anbietet, sie auch 2 verschiedene Themenabende zu erleben. Und zum Abschluss habe ich hier euch natürlich unsere Playrooms mitgemacht. Die Spielzimmer beziehen sich natürlich auf alle möglichen Gegenstände, die man für die schönsten Stunden des Tages braucht. Ne? In dem Fall haben wir hier von der Sexschaukel über Handschellen an der Wand, über Pole-Dance-Stange haben wir eigentlich alles geboten. Also ich habe da wirklich, mir ist der Mund runtergefallen, weil ich selber nicht erwartet hätte, hier so eine Auswahl an Möglichkeiten zu sehen. Also es wird immer alles organisiert und wenn ihr auch ein bisschen Zeit habt, ne, und ein bisschen Geld mitbringt, dann kann man auch vor Ort natürlich auch noch Kleinigkeiten besorgen. Einfach mit unserem Concierge oder mit unserem Front-Office-Team reden. Die helft euch gerne weiter, um euch den Genuss zu verschaffen, den ihr so dringend braucht. Dann natürlich die ganz wichtige Frage, wo kannst du unsere Resorts buchen? Nicht alle sind bei jedem vorhanden, aber bei den großen Tour-Operatoren, TUI, Schauinsland und Vitus hat uns dabei und kleinere Independent-Anbieter sind Aphrodite Travel, Miramare Reisen und Swingtime Reisen. Dann bedanke ich mich erstmal. Ihr hattet eine wunderschöne Unterhaltung mit mir hier. Vergesst nicht, eure Prämien einzutragen, wenn ihr bei uns gebucht habt. Ne? Temptation Beaches könnt ihr gerade bis zu 25 Euro pro Buchung bekommen. Und natürlich, ne, der zweite Teil dieser Präsentation, nämlich die Einführung für Playa und Temptation Rewards, wird euch jetzt hier nochmal gezeigt. Ich habe euch dafür ein kleines Video zusammengestellt von 8 Minuten. Schaut es euch gerne an. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr mich gerne anschreiben, ne, oder schreibt es beim Q&A rein. Wenn ihr irgendwas braucht, ich schicke es euch gerne zu. Ich kann euch auch die Präsentation alleine schicken, nur von Player Rewards Erstellung, von der Einführung. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal und wünsche euch viel Spaß mit dem Video.
So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich für eure Zuschauer, für euer Beisein und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut bis dahin und bis bald beim nächsten Webinar. Auf Wiedersehen. Tschüss.